Er kam wie ein Rocker in die Arena auf Schalke. Das ist Marcello Bordon, sein Abschiedsspiel. Rein mit der Harley. Ein großartiger Auftakt zu Beginn des Abschiedsspiels. Blumen gab es auch. Clemens Tönnies mit dabei. Rudi Assauer, der Ex-Manager der Schalker, ebenfalls auf der Bank unterwegs. Zwei All-Star-Teams und ein erstes Tor von Ailton, der deutlich zugelegt hat, der natürlich genauso da war wie andere Superstars. Ganz besonders wurden Kevin Kurani und Ebbe Sand umjubelt, aber auch ein Oliver Reck und ähnliche großartige Schalker aus der Vergangenheit. Ebbe Sand dann der Torschütze zum 1:1 Ausgleich. Ah, der Sand, lange Jahre bei Schalke 04. Der Stürmer Nummer 1, mittlerweile ist er im Trainerstab der dänischen Fußballnationalmannschaft tätig. Er machte also auch seine Aufwartung. Die Fans sind absolut großartiger Laune beim Abschiedsspiel von Marcello José Alemão. So wird er gesamt genannt, Bordon. Und ein Auftritt dann von Klesener mit dem Treffer. Der hat ja auch eins bei Schalke 04 gespielt. Das waren die Tore aus der ersten Halbzeit. 2:1 hieß es also zur Halbzeitpause. Klesener mit diesem letzten Tor. Dann Bordon mit Rudi Assauer. Er präsentierte ihn nochmal den Anhängern, auch Ebbe Sand. Und herzlich ging man miteinander um. Insgesamt eine tolle Atmosphäre. Und es wurde noch toller im zweiten Durchgang. Es wurde richtig klasse. Raphael Steinmetz machte das 3:1. Dann für Bordons All-Stars, so hieß das Team in den weißen Trikots und blauen Hosen. Die andere Mannschaft nannte sich Marcello und Frenz, da waren natürlich auch große Spieler dabei, wie ein Paolo, Sergio und wie sie alle hießen. Dann Elfmeterchance für Bordon, aber der scheitert an Matthias Schober. Es sollte also bis zu diesem Zeitpunkt nicht sein, dass er ein Tor macht bei seinem Abschiedsspiel. Aber das sollte noch kommen zu einem späteren Zeitpunkt. Erst einmal wieder die Weiß-Blauen und wieder der immer noch super starke Ebbe Sand mit dem zweiten Treffer an diesem Abend. 4:1 zwischenzeitlich. Der Spielstand, er also eigentlich der Spieler, der am ehesten auffiel. Dann eine fantastische Soloeinlage jetzt hier vom Bulgaren, von Krasimir Balakow, zuständig 1994 für das Viertelfinal-WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er macht das 4:2, fantastische Einlage. Und jetzt Bühne frei, jetzt kommen sie, die ganz großen Auftritte. 20.30 Uhr und 37 Sekunden ist es, als der Ball dann am Ende den Weg über die Torlinie findet. Das Tor von Marcello Bordon, da stand es nur noch 4:3. Endlich also mit einem Erfolg. Er tanzte da Oliver Reck aus, der in der zweiten Halbzeit über weite Strecken im Tor stand, der danach auch nochmal ausgetauscht wurde für Ralf Fährmann, der ja aller Voraussicht nach die Nummer 1 sein wird beim FC Schalke 04 in der kommenden Saison. Großer Moment also, ein richtig emotionaler nach der Einfahrt mit der Harley, dieses Tor von Marcello Bordon. Es sollte nicht sein letztes bleiben. Es ging weiter, 3 Minuten und ein paar Sekunden später. Wieder Marcello Bordon, jetzt im Tor Fährmann, aber auch den kann er bezwingen. 20.33 und 56. 4:4, eine Jubeltraube, alle kamen sie, um sich zu bedanken für die Einladung, für einen wunderschönen Abend, für eine große Karriere des Mannes, der mit seiner Familie jetzt schon wieder in Brasilien lebt. Dann ließ man ihn hochleben und dann kamen die letzten Momente in dieser Partie. Marcello Bordon, der von seiner Tochter Julia vom Spiel befreit wurde sozusagen, bedankte sich bei den Anhängern. Ein großer Abend auf Schalke.